Willkommen Leute zu einer neuen Folge der FC-Karriere. Ja, und heute geht es zu Beginn gleich mal gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen die haben wir in der Hinrunde, glaube ich, verloren. Also ich glaube nicht, dass wir gegen die das Hinspiel gewonnen hatten. Und ja, die sind ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze. Und ja, die sind, glaube ich, ein bisschen vor uns in der Tabelle, sind gerade auf dem Champions League Platz, auf Platz 4. Wir sind einen Platz dahinter. Und ja, mal schauen, ob wir hier Anschluss an die Champions League Plätze halten können. Und wer weiß, vielleicht wird das ja nicht nur die Europa League am Saisonende. Oh Gott, das will doch, wenn man solche Pässe spielt, dann wird man in der Regel nicht gewinnen. Aber jetzt haben wir den Ball und oh, verlieren ihn aber gleich wieder. Aber jetzt so, oh, Ball weg. Ja, war dann zum Glück abseits. Ja, jetzt ein bisschen mehr Konzentration bitte für die restliche Spielzeit. Ja, und jetzt auf ins Spiel. Und unsere erste Chance. Wagnermann schaltet sich da in die Offensive mit ein. Wagnermann spielt da einmal rüber und dann kommt da der Schuss, aber der wird dann geblockt und Wagnermann kommt da leider nicht nochmal ran. Das hätte echt gefährlich werden können. So, jetzt holen wir uns hier aber den Ball wieder über die linke Seite. Wieder ist es Wagnermann. Der spielt dann in die Mitte, der sollte aber auf Stendera in der Mitte gehen und nicht auf Winzheimer. Ah, noch ein paar Ungenauigkeiten hier in der ersten Viertelstunde bei uns. Aber das, ja, läuft schon mal nicht allzu schlecht. Also wir kommen hier schon zu ersten Chancen. Das ist verdammt wichtig. So, jetzt die nächste Chance für uns mit Braun. Der wartet, bis der Winzheimer sich freiläuft und der wird dann angespielt. Aber der Keeper pariert den Ball. Das gibt's doch nicht. Da ist er vollkommen frei vorm Torwart und muss ihn nur noch reinmachen. Aber der Torhüter mit einer super Parade und hält hier die Gladbacher beim 0:0. Mal schauen, kommen wir jetzt hier vielleicht nochmal durch. Nee, Stendera bringt da den Pass leider nicht an. Und jetzt die nächste Chance für uns mit Blondeau. Von dem haben wir heute noch nicht allzu viel gesehen. Oh, da wollte ich gerade passen und dann kommt da die Grätsche. Also bis auf diese erste Chance da kurz nach dem Anstoß, wo wir da uns den Ball fast selbst ins Tor reinlegen. Bis auf die Chance noch nicht viel zu sehen von Gladbach. Bis jetzt wir die etwas aktivere Mannschaft. Kaum sage ich es, kommen die Gladbacher nach vorne. Aber der Ball ein bisschen zu lang. Der geht ins Aus. Und Zentner kann abstoßen. Gibt jetzt Freistoß für die Gladbacher. Wir sind schon kurz vor der Halbzeitpause. Hier Freistoß. Aber der geht knapp über das Tor. Aber immerhin nicht ins Tor. Wollen wir mal schauen. Also hier sehr viele Chancen für uns hier in der ersten Halbzeit, aber leider noch keine genutzt. Jetzt kommt hier Blondeau mal durch. Spielt auf Wagnermann. Der findet da in der Mitte einen unserer Spieler, aber dann ist dann wieder das Bein eines Gladbachers dazwischen. Jetzt kommen wir hier aber nochmal ran mit Winzheimer, aber der Schuss geblockt. Ah, oh, Mann. Also wir hatten hier wirklich gute Chancen, hier in der ersten Halbzeit das 1:0 zu machen. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Ja, mal schauen. Also ich will jetzt mal die Statistik mir anschauen, wie es stand. Ja, also war schon deutlich für uns, dass wir hier die etwas aktivere Mannschaft vor dem Tor waren. Das ging ja da auch ziemlich schnell. Also der Ball war wirklich kaum im Aus, muss man sagen. Das war eine ziemlich schnelle Halbzeit. Ja, knapp über 5 Minuten bloß. Nicht mal, es waren bloß, ja doch, knapp 5 Minuten waren es. Und ja, jetzt mal schauen, ob wir hier im zweiten Durchgang hier noch ein paar mehr Chancen bekommen und dann hoffentlich das ein oder andere Tor auch machen sollten und die Gladbacher hier auf keinen Fall nach vorne kommen lassen. So, jetzt die nächste Chance für uns. Stendera, Flanke auf! Oh, Winzheimer kommt da, oder nee, das war, keine Ahnung, wer das war, aber irgendwer stand da in der Mitte, der hätte da irgendwie mit dem Fuß hingehen müssen, aber der kam leider nicht ran. Oh, und da ist die Flanke leider ein bisschen zu weit. Das wäre so eine gute Chance hier gewesen aufs 1:0. So, jetzt hier aufpassen auf die Gladbacher. Passen, jawohl, den Ball haben wir. Und jetzt hier schnell einen Konter spielen mit Thalhammer. Oh, da wollte ich gerade auf Winzheimer spielen und da kommt die Grätsche. Jetzt kommen wieder die Gladbacher nach vorne. Jawohl, stark. Und jetzt der Konter, jetzt mit Braun, der hat Tempo. Oh, Braun, jawohl, ist durch, spielt in die Mitte auf Winzheimer, der nochmal zurück zu Stendera und der kommt dann nicht zum Schuss.
Oh, das gibt's doch nicht. Also, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, das wäre so bitter, wenn wir das nicht gewinnen und wenn wir es verlieren, erst recht. Also, das. Oh, wir hatten so viele Chancen und nein, jetzt kommt die Gladbacher, die Grätsche, aufpasst, Zetterer, steh auf, Zentner meine ich und doch, Gottes Willen. Das gibt's doch nicht. Mann, da hatten wir das schon fast verteidigt und dann, ich weiß nicht, wie der Ball da durch die Beine geht, der Ball durch und dann, ja, muss er den nur noch einschieben, der Claude Maurice und wir liegen damit hinten. Also, das ist vermutlich eine der unverdientesten Niederlagen, die ich je in FIFA gesehen habe. Also, dass wir das, boah, also das wäre echt so bitter, wenn wir das jetzt noch verlieren. Hier ist zwar noch Zeit, ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob wir hier noch zum Sieg kommen. Jetzt aber Windsheimer und der macht schon mal den Ausgleich. Windsheimer mit dem Ausgleich. Ein paar Minuten nach dem Rückstand gleichen wir wieder aus. Ja, ist da super frei. Dann die Ballrolle und dann ins lange Eck. Keine Chance für den Torwart. Ja, 4 Minuten nach dem Rückstand gleich wieder ausgeglichen. Und jetzt mal schauen. Jetzt haben wir hier noch 10 Minuten. Mal gucken, ob das hier noch zur Führung reicht. Das wäre gut, dass wir das hier noch gewinnen könnten, weil ja, ein Punkt ist hier echt zu wenig, so wie wir die meiste Zeit in diesem Spiel gespielt haben. Und jetzt kommt hier Windsheimer frei durch. Windsheimer und der macht das 2 zu 1. 87. Minute. Windsheimer mit dem Siegtreffer. Oh Gott, also dass das so spannend war, das war echt unnötig. Das hätten wir wirklich ein bisschen entspannter nach Hause bringen können, diesen Sieg. Aber super das Spiel, also der Pass da, wie da angespielt wurde. Und ja, also zweimal steht Windsheim einfach komplett frei. Da lassen die zweimal aus den Augen, wo sie es wirklich 80 Minuten lang super geschafft haben, den zu decken oder generell unsere Angriffsspieler zu decken. Und ja, dann zweimal ist Windsheimer wirklich viel zu frei und die Chance nutzt er dann natürlich auch und macht die Treffer. Puh, jetzt hier bloß aufpassen und nicht noch den erneuten Rückstand kassieren, aber ist geklärt und jetzt hier vielleicht nochmal ein Konter. Ne, der Schiri pfeift ab. Damit gewinnen wir das 2 zu 1. Und ja, also am Ende war das dann auch einfach verdient. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Gladbacher noch aufgeholt haben von den Schüssen. Ja, ein bisschen. Aber man hat ja in der ersten Halbzeit gesehen, alleine deswegen hätten wir das schon verdient, das zu gewinnen. Haben das dann auch gewonnen. Und ja, drei wichtige Punkte. Und wer weiß, jetzt mit dem Sieg, die Champions League Plätze sind vielleicht noch möglich. Also ja, sind jetzt glaube ich noch 2 oder 3 Punkte auf die Gladbacher, die gerade Vierter sind. Also ja, wer weiß, was da noch möglich ist dieses Jahr. Ja, genau, 3 Punkte sind es noch. So, als nächstes steht nun das Spiel gegen Eintracht Frankfurt an. Das werden wir simulieren. Ist auch schon das vorletzte Spiel für diese Folge. Danach gibt es nur noch den DFB-Pokal, weil danach steht das Spiel gegen Dortmund an und das möchte ich schon selbst spielen. Und ja, es gibt zwei kleine Änderungen. Xavi Simmons wird statt Mangala spielen und Timber wird statt Friedrich spielen. Und ja, jetzt werden wir simulieren und ja, ein Sieg wäre eigentlich schon ganz schön. Und wir verlieren das 3 zu 2. Oh, Mann, 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 war ein ausgeglichenes Spiel. Und ja, ein Unentschieden wäre, glaube ich, ein bisschen verdienter gewesen. Ah, Mann, jetzt verlieren wir das. Und das ist halt schon ein kleiner Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze, weil da ist alles wirklich ziemlich eng. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch den ein oder anderen Platz nach hinten gerutscht. Jetzt erstmal zeigen wir uns hier, dass wieder Pokal ist. Aber wir wollen die Tabelle sehen. So, und hier ist die Tabelle jetzt nochmal. Also Gladbacher, die haben auch verloren. Und auch, ich glaube, Hoffenheim, die haben nur unentschieden gespielt gegen Hertha. Okay, ja, also diese Niederlage hat jetzt nicht so viel ausgemacht, aber die 3 Punkte wären schon ziemlich gut gewesen, die zu holen. Da hätten wir uns von Schalke abgesetzt und wären punktgleich mit Gladbach gewesen. Also die Niederlage wäre also ein Sieg wäre statt der Niederlage echt besser gewesen, aber naja, mach's denn nichts. Jetzt einfach die nächsten Siege dann an den nächsten Spieltagen holen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, DFB-Pokal, Viertelfinale. Mit einem Sieg stehen wir im Halbfinale und kommen unserem Ziel, dem Pokalsieg, ein großes Stück näher. Ja, es gibt eine Änderung und zwar, also im Vergleich zur Top-11, und zwar Singh spielt statt Blondeau auf links, Mangala und Friedrich wieder dabei. Und ja, mal schauen, ob das jetzt hier
ein Sieg wird und ob wir ins Halbfinale einziehen können. So, und da sind wir auch schon in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Und ja, für Mangala ist das hier das Duell gegen seinen alten Verein, gegen seine alten Mitspieler. Und ja, mal schauen, ob der da hier ein bisschen den Unterschied machen kann und den anderen zeigen kann, dass es ein Fehler war, ihn abzugeben. Und ja, wir wollen natürlich dieses Spiel aber auch so gewinnen, nicht nur für Mangala, denn wir wollen den Pokal holen. Damit wäre man schon mal sicher in der Europa League, weil Liga, da weiß man nie, da kann alles passieren. Da könnte es auch locker passieren, dass wir noch rausrutschen aus den internationalen Plätzen. Aber über den Pokal wären wir sicher mit dabei. Und man muss auch sagen, also in einem Spiel kann ja alles passieren und soll auch Jahre gegeben haben, wo mal ein Nicht-Top-Favorit den Pokal gewonnen hat, wie 2018 Frankfurt gegen die Bayern. Und ja, mal schauen, ob wir dieses Wunder wiederholen können. Dafür müssen wir aber erstmal dieses Spiel gewinnen. Man darf nicht vom Pokalsieg träumen, wenn man das Viertelfinale noch nicht gewonnen hat. So, und jetzt hier vielleicht gleich mal die ersten paar Chancen, die auch schon in der Ecke gekommen, die ich überhaupt nicht kommentiert habe. Jetzt eine Chance. Oh, und dann ist das aber wieder eine super Keeper-Parade. Und jetzt wieder eine Ecke, Ball kommt rein, erstmal noch geklärt. Jetzt kommen wir hier aber hoffentlich wieder ran, stark gedreht, aber dann ist er da ein bisschen zu langsam, unser Spieler. Und die Stuttgarter können klären. Und jetzt die nächste Chance für uns, Pass, oh, da kann Mangala den Ball aber nicht wirklich kontrollieren, gibt aber immerhin Ecke. Ball kommt rein auf Castro, oh, und der köpft knapp über das Tor. Das wäre die Chance gewesen hier aufs 1-0. Ja, genau wie gegen Gladbach. Wir starten wieder richtig gut. Und anders als gegen Gladbach hatten die auch keine große Chance am Anfang des Spiels, so wie wir es den Gladbachern, ja, die denen so eine Chance praktisch geschenkt hatten. Und ja, aber hoffentlich wird das jetzt nicht ein so enges Spiel wie vorhin. Und wir machen das hier etwas deutlicher und schaffen es auch schon in der ersten Halbzeit, den Ball mal zumindest einmal über die Linie zu bringen. Jetzt läuft sich hier Windsheimer schön frei und macht nicht das 1-0. Oh, Windsheimer, Junge, den musst du eigentlich reinmachen. Frei vorm Torwart, aber nee, der Ball leider nicht drin, geht am langen Eck vorbei. Und ja, diese Unkonzentriertheit ist es, die was uns hier einfach wichtige Tore und dann auch Punkte kostet. Aber ich habe auch gesehen, Windsheimer, der hat in Sachen Dribbling bei Ruhe und was ist das andere, Reaktion, da ist er noch ziemlich schlecht. Da hat er bloß so 60er-Werte in diesen zwei Attributen. Die habe ich jetzt auch trainieren lassen bei ihm. Also vielleicht liegt das daran, dass der so manchmal die 1 gegen 1 Situationen nicht so nutzt. Jetzt kommt hier aber erstmal Singh. Dieses Mal wieder auf Windsheimer, oh, aber ein bisschen zu nah vors Tor. Jetzt können die Stuttgarter dann wieder klären. Also wir nähern uns hier immer mehr an. Aber ja, das hatten wir gegen Gladbach auch schon und haben nicht geschafft zu treffen. Und jetzt der lange Ball auf Windsheimer. Oh, der kommt aber leider nicht an. Das war eine gute Idee. Jetzt kommen wir hier aber nach vorne. Schöner Doppelpass und dieses Mal macht Windsheimer den Ball rein. Kurz vor der Pause gehen wir damit in Führung. Oh, das war sehr verdient, muss man sagen. Also das war wirklich sehr verdient. Da der schöne Doppelpass da mit Thalhammer, den der Windsheimer da macht. Und dann ist er frei durch und macht das 1-0 in der 42. Minute. Ja, damit wir ja wirklich der verdiente und auch wirklich ja längst fällige Führungstreffer. Jetzt hier, wer weiß, vor der Halbzeit vielleicht nochmal eine Chance. Raus auf Braun, der probiert es einfach mal. Ja, dann wird da der Ball noch abgewehrt. Aber jetzt kommt Windsheimer nochmal und der macht das 2-0 vor der Pause. Ja, kurz vor Ende der Nachspielzeit macht er hier das 2-0. Erst Braun probiert es, wird dann abgewehrt und dann Windsheimer kommt dann nochmal zum Schuss. Und dann macht er schön das 2-0. Ja, damit machen wir es hier kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag. Ja, ein bisschen entspannter für uns für den zweiten Durchgang, muss man sagen. Und ja, aber wie gesagt, das war mehr als verdient, diese Führung, muss man sagen. Also ja, also come on, da kann man mir sagen, was man will, aber das war wirklich verdient. Und ich sehe hier auch schon, wir haben leichte Fitnessprobleme. Wir wechseln jetzt wieder aus. Wir bringen ja Simmons rein. Thalhammer muss durchspielen, schätze ich mal. Wir bringen Blondeau rechts.
hinten und bringen dann auch noch einen neuen Außenverteidiger mit. Oh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe ja gesagt, ich hole einen neuen Innenverteidiger. Hier, ich präsentiere euch den neuen Innenverteidiger. Shibuabua habe ich von Saint-Étienne geholt. Ist klar ein bisschen schwächer als der Mühl, aber es hat einfach unser Geld für keinen anderen gereicht. Und ich wollte dann auch wirklich das Geld für Mühl noch mitnehmen und habe ihn abgegeben. Ja, ich bringe jetzt Friedrich rein für Wagnermann, der ein bisschen erschöpft war. Ja, das habe ich ganz vergessen. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen, dass ich den Innenverteidiger noch präsentieren will. Aber gut, jetzt habt ihr ihn ja gesehen. Und ja, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Und jetzt auch das erste Spiel, das ich mit Xavi Simons in FIFA 21 spiele. Bin mal gespannt, wie der sich so spielen lässt. Hat aber keine so guten Attribute, muss man sagen. Mit seiner 75er Gesamtstärke schon eher so einer für die Simulation bei uns. Hier ist er jetzt gerade am Ball und spielt gleich mal einen Fehlpass. Ja, der erste Eindruck mit ihm schon mal nicht ganz so gut, aber das wird sich ja hoffentlich noch bessern. Aber jetzt rein in Durchgang 2. So, und jetzt die nächste Chance für uns mit Xavi Simons. Der kommt dann aber leider nicht am Verteidiger vorbei. Der ist noch ein bisschen langsamer. Ich muss mit dem noch ein bisschen warm werden und den ein bisschen kennenlernen, wie man mit dem am besten spielt. Aber also eins wissen wir, überlaufen kann er die Verteidiger mit seinem Tempo schon mal nicht. Das ist nämlich schon mal eine Sache, die gut zu wissen ist. Um Gottes Willen, was ist denn das für ein Pass? Also der tut aber auch alles dafür, um einen schlechten Eindruck zu hinterlassen in seinem ersten Spiel für uns. Jetzt kommen hier die Stuttgarter, dreht sich da super, aber Timber macht das da auch stark. Und jetzt mal schauen, vielleicht den Konter mit Blondeau. Jetzt muss Winzheimer in die Mitte laufen. Lauf doch in die Mitte, jawohl, genau. So spielt nochmal in die Mitte auf Stendera und der macht das 3:0 in der 74. Minute. Und das ist jetzt vermutlich die Vorentscheidung, also die hatten keinen Schuss bis jetzt. Die werden auch jetzt nicht durch noch 3 Tore holen in der letzten knapp Viertelstunde. Und ja, das war wirklich ein ziemlich dominantes Spiel von uns bis jetzt. Und so sollte es jetzt auch in der letzten Viertelstunde hoffentlich weitergehen. Und ja, ein verdienter Sieg, alles in allem. Also viel wird ja vermutlich auch nicht mehr passieren, außer vielleicht noch 1 oder 2 Tore. Ja, die Stuttgart auch ein bisschen zu ungenau, wie man hier sieht, bei den Pässen nach vorne. Also ja, so wird das natürlich nichts, aber ich glaube, wir waren auch so ein bisschen der Favorit. Die Stuttgarter schon auch in der Tabelle einiges hinter uns und ja, wir ziemlich weit oben in der Tabelle. Deswegen ja, glaube ich schon, dass wir hier auch unserer Favoritenrolle gerecht geworden sind. Jetzt kommt hier nochmal ein Pass auf Winzheimer, der probiert es mit dem Lupfer, aber den kann der Keeper parieren. Oh, und jetzt hier der Pass auf außen zu Singh, der probiert es mit dem Schuss. Oh, da kommt der Winzheimer und Stendera fast noch ran und da war es ein Foul von Stendera. Ja, beinahe die Chance hier auf 4:0 zu erhöhen. Jetzt hier Stendera dreht sich da super um den Verteidiger, legt raus auf Blondeau, der auf Winzheimer und wieso schießt der nicht direkt? Singh probiert es, der trifft auch nicht ins Kopfball, der ist auch nicht drinnen. Oh, da könnte die Stuttgart erklären, wenn Winzheimer den nicht annimmt, sondern einfach den Fuß hinhält und den Ball ins Tor lenkt, ist es vermutlich das 4:0. Aber somit bleibt es jetzt hier leider nur beim 3:0. Jetzt mal schauen, vielleicht nochmal eine Chance mit Simons. Ja, gut, holt immerhin den Freistoß raus. Also war nicht allzu schlecht die Aktion. Jetzt Stendera über den Flügel, Pass in die Mitte. Ja, dann läuft da keiner mit. Und dann pfeift der Schiri ab. Und es ist der Sieg, ja, unser Trainer wieder mit Trikot. Und ja, also, wie gesagt, das war ein dominanter Sieg. Die hatten keinen einzigen Schuss und weniger Ballbesitz als ich. Also, ja, das ist pure Dominanz. Wenn euch jemand fragt, was ist Dominanz, macht einen Screenshot und zeigt es ihm. Und ja, wir stehen jetzt im Halbfinale. Und ja, sind nur noch 2 Siege davon entfernt, den Pokal auch tatsächlich in den Händen zu halten. Das hatten wir letztes Jahr aber auch. Einmal waren wir im Pokalfinale, also wir waren 2-mal im Pokalfinale, aber das erste haben wir verloren. Das wollen wir dieses Jahr natürlich anders machen und wir spielen gegen Wolfsburg, Leipzig oder gegen Dortmund. Wir konnten als einziges unser Auswärtsspiel gewinnen, waren aber auch der einzige Favorit, der auswärts gespielt hat, um fair zu sein. Ja, Wolfsburg wäre mein Wunschgegner, die haben wir in der Liga schon abgefertigt, hätte ich nichts dagegen. Leipzig und Dortmund werden etwas engere Spiele werden. Jetzt mal schauen und, okay, da ist es noch nicht, da ist es
Okay, das ist noch nicht angesetzt anscheinend. Oder habe ich es jetzt übersehen? Nee, glaube ich nicht. Ja, gut, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, weil hier auch noch steht, dass das Spiel stattfindet. Also, ich glaube, das ist jetzt noch nicht angesetzt. Ja, jetzt haben wir den Deadline Day. Wir haben keine Transfers mehr zu machen. Wir haben auch kein Geld. Das Geld, was wir haben, brauchen wir, um Jugendspieler zu verpflichten. Und ja, wir werden jetzt hier durchsimulieren und dann werden wir uns vermutlich auch erst wieder beim nächsten Spiel sehen. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Ja, in der nächsten Folge geht es gegen Borussia Dortmund. Die sind im Moment Tabellendritter. Mit einem Sieg wären die aber wieder Tabellenführer. Die waren nämlich vor dem Spieltag auch schon Tabellenführer. Und ja, die Gladbacher haben wieder verloren. Und mit einem Sieg wären wir zumindest schon mal punktgleich mit dem Champions League Platz. Und ja, wir hätten auch den Abstand auf Leipzig um 3 Punkte ausgebaut. Im Moment sind wir punktgleich mit denen. Deswegen ein Sieg gegen die wäre verdammt wichtig. Aber das Gute ist, danach kommen zumindest schon mal 4 Teams, die was eigentlich alle schlagbar sind. Ich glaube, die werden wir auch alle simulieren nächste Folge. Die müssen wir, glaube ich, nicht spielen. Und dann werden wir vermutlich gegen Bremen noch selbst spielen und dann die Folge beenden. Pokal ist auch schon ausgelost. Da dauert es aber noch ein bisschen, sind noch fast 2 Monate. Es geht gegen Leipzig. Also wird ein enges Spiel gegen Leipzig, aber das wird ein richtig spannendes Pokal-Halbfinale. Und ja. Das war's dann auch hier schon von dieser Folge. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu machen. Wir sehen uns dann in 3 Tagen wieder gegen Borussia Dortmund. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt alle gesund, habt noch einen schönen Tag und ciao.